Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Vorstellen von Fairy Tail Box 6 bis 10. Ich hatte zwar im letzten Video gesagt, wir machen direkt 1 bis 10 durch, aber ich habe gesehen, bei über 10 Minuten, ja, geht vielleicht manchen doch ein bisschen lang. Wir machen weiter mit Fairy Tail, mit dem Anime und der Gilde Fairy Tail. Denn der Anime heißt nicht nur so, es geht auch in dem Anime um Fairy Tail. Hier. Der Metalldrache mit seinem Kätzchen. Dann sind hier die Discs, Natsu und Happy, Lucy und Nicht-Lucy, Fokus, cool, und Gray. Dann haben wir hier wieder einen aufdruckbaren, aufklebbaren, aufstickbaren oder was weiß ich, auf jeden Fall einen Sticker. Dann haben wir hier einen Magneten. Ich verzeihe niemanden, der meine Freunde verletzt. Jawohl. So, und ein Episodenheft. Ich werde wieder durchblättern. Ich werde an manchen Stellen kurz pausieren, damit ihr. Ich werde an manchen Stellen kurz warten, damit ihr Fokus läuft. Kurz pausieren könnt. Vielleicht möchtet ihr mal kurz Einblick lesen. Hier zum Beispiel Schlüssel der Sternen, des Sternenhimmels. Könnt ihr gerne mal lesen. Lucy wurde das Erbstück ihres Vaters gestohlen und so weiter. Könnt ihr mal kurz drüber lesen. Vielleicht macht es euch den Anime etwas schmackhaft oder auch nicht. Das ist ja ganz euch überlassen. Und wir gesellen ihnen diese Box zum sechsten. Wie gesagt, ich habe die ersten drei Boxen gesehen und alles weitere, was bisher kommt, habe ich noch nicht gesehen können. Alleine zeitlich und so war es mir noch nicht möglich. Box 7. Das Cover der siebten Box. Und die Innenseite der siebten Box. Dann machen wir mal auf. Wir sehen einen Lucy in einem schicken Kostüm. Wir sehen einen. Er ist der Sohn des Gildenleiters und er ist, glaube ich, auch ein Donnerdrache. Aber ich habe keine Ahnung, wer genau. Dass er ein Donnerdrache sieht, das erfährt man, glaube ich, sogar schon relativ fix. Beziehungsweise in Box 3 erfährt man es. Gray und nicht so Gray. Und wir schauen mal, was wir noch dazu haben. Und zwar haben wir hier Ersa. Man stirbt nicht für seine Freunde, man lebt für sie. Ja, ist auch immer noch magnetisch. Dann haben wir diesmal kein. Okay, achso, damit es andere lesen können. Okay, cool. Kann man sich dann mal so ein. Ich nenne es jetzt mal Wassertattoo oder so. So, dann haben wir hier den Episodenguide. Folge 164. Kagura versus Yukuno. Und so weiter. Hier hinten. Natsu versus die Zwillingsdrachen. Ja, dann haben wir nochmal Happy, der ein bisschen vernascht ist mit seinem Fisch. Ansonsten sehr actionreiche Anime. Viele sehr schöne Szenen und läuft, was war das? Keine Ahnung. Sehr schöne Szenen, sehr gute Synchro. So, ich schieb den mal wieder hier ein bisschen zusammen. Oder auch nicht. So, das waren die ersten 7 Episoden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt aktiv eine Staffel ist oder ob das immer jeweils eine Staffel ist, aber glaube ich nicht, weil eine Staffel mit 24 Episoden gut könnte hinkommen. Passt eigentlich zu normalen Staffeln, aber auf alle Fälle, jetzt gibt es einen Wechsel in der Farbe und zwar es wird rot-weiß. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat oder so an für sich. Auf alle Fälle ist hinten dann immer noch nicht wirklich viel drauf. Die Schuber sind immer noch echt robust, stabil. Ja. Und ab 12, kann man auch mal zeigen. Natsu und der Sohn des Gildenmeisters. Ach, hier haben wir eine gedrehte Disc. Einmal Lucy. Ich schaue mir gerade mal an, wie ob die anderen Discs auch gleich gedreht werden müssen oder nicht. Natürlich müssen sie gedreht werden. Dann haben wir hier einen Gray und eine Ersa.
Genau. Und wir schauen mal hinein, was uns noch erwartet. Uns erwartet erstmal einen Stickerbogen. Ich habe natürlich genau über den Metalldrachen den Finger. Ja, 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 ja. Dann. Oh, anscheinend haben wir wieder ein Poster. Ich versuche es mal vorsichtig zu öffnen. So, ganz vorsichtig. So, da ist es denn. Ich weiß, wunderschön. Es zeigt die weiße Ebene der Schneelandschaft. Oder wir drehen es um. Dann haben wir hier so ein bisschen anscheinend zum... Ach, das sind die Schlüssel von Ersa. Sie beschwört über Schlüssel. Es gibt 12 goldene. Das sind die Tierkreiszeichen, also heißt Skorpion, Stier und Co. Hier unten haben wir den Natze und Lucy. Genau. So. Das war dann das Poster und das war es dann auch schon mit der gesamten, mit dem gesamten Inhalt. So. Na, Sticker geht rein oder lasst es sein. Das geht aber eher rein, wäre schöner für mich. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, wie der Akzent von braun zu weiß ist oder braun zu grau. Also man sieht auf alle Fälle einen Unterschied. Dann haben wir hier Box 9. Natürlich auch Blu-ray. Als ich die Disc immer angefangen habe, mach mal einfach so zum Reinschauen. Als ich angefangen habe, sie zu kaufen, habe ich auch, glaube ich, mit jeder Box einigermaßen einzeln angefangen, aber irgendwann nutzt die Anime-Aktion bei Saturn, bei Amazon und Co., wo ihr 3 kauft und 2 bezahlt oder 5 kauft und 3 bezahlt, gab es auch schon mal. Und ja, dadurch, dass sie relativ immer so bei 50, 55 Euro liegen, also im Blu-ray-Bereich, bei DVD glaube ich bei 45 bis 50, habt ihr immer eine komplett gratis. Und das ist nicht Grey. Interessant. Hier haben wir denn eine Putze. Genau. Jetzt sind wieder alle gedreht. Ich mach mal kurz. So. Hier haben wir wieder 2 Leute mit Katzen. Ich frage mich, ob die persönlich auch nochmal irgendeinen Storygrund haben. Wäre interessant. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das letzte Mal überhaupt den Episodenguide gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lasst auch auf dem Weg gleich mal ein Like da. Hier habt ihr nochmal einen Stickerbogen. Oder abonniert mich, wäre auch sehr schön. Ich habe noch eine ganze Riege an Animes hier rumstehen, die man mal präsentieren kann. Hier haben wir jetzt mal ein Poster von Natsu, der Feuerdrachen. Bleib gerade bitte. Schade, dass die Poster alle geknickt sind. Das ist immer ein bisschen schade. Aber manchmal ist es einfach nicht zu machen. Ich meine, so eingerollt extra hätte man nochmal was anderes machen müssen. Oder ähnliches. Episodenguide. Wir gehen genau in die Mitte. Da habt ihr nochmal das Poster. So sieht dann das Poster auch aus. Okay, war natürlich super. Astral Spiritus. So. Days. 413 Days. Okay, cool. Sagt mir jetzt gerade alles gar nichts, aber gut. Manchmal muss es einem nichts sagen, es muss einfach nur so sein. So, ne? Gut. So. Dann machen wir die Box nochmal zu. Packen sie ein. Und zack. Super. Entschuldigung, aber Box 10. Damit haben wir das fertig gemacht, vollständig gemacht. Wir öffnen es einmal. Ich kenne sie jetzt gerade gar nicht mit dem Kätzchen. Und ich muss die Disc wieder alle drehen. Einmal Natsu, einmal Grey und einmal Ersa. Das kann ich euch schon verraten. Und jetzt schauen wir doch mal. Haben alle mal ein neues Gewand oder ein anderes Gewand auf alle Fälle.
Und wir enden mit Episode 252. Ich glaube, es sind auch zurzeit die aktuellsten Boxen. Also es gibt jetzt keine neuere. Hier haben wir einen Stickerbogen. Box 11 erscheint, soweit ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar erst noch. Oder ist gerade erschienen. So, wir gehen erst zum Poster diesmal. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist auch ein bisschen sehr hart geknickt. Und duften tut's, Leute. So, erkennt ihr alles? Ich weiß es nicht. Scheinen auf jeden Fall Bösewichte zu sein, vom Allerfeinsten. So. Achso, und dann könnte man es im Endeffekt hier wieder drehen. Achso, ist richtig rum. Okay, cool. Oder kann man es beide rum? Nee. Auf beiden Seiten gibt es keinen Sinn. Okay, schade. Wir gehen mal kurz genau in die Mitte vom Heft ungefähr. Das müsste hier sein. Ach, hier haben wir das Poster nochmal. Das ist ganz cool eigentlich, dass das Heft demnächst mal ordentlich abgebildet ist. So sieht es dann aus. In der Mitte steht dann halt nur Fairy Tail noch. Und das wär's dann. Gray vs. Durit. Duriat. Könnt ihr gerne lesen. Pausiert gerne, wenn ihr möchtet. Letzte Folge werde ich jetzt mal nicht zeigen. Und zwar eher nochmal 243. Tatra-Saga Wendy vs. Esel. Und das war's dann. Ich packe nochmal schnell zusammen. FairyTaleGame.com. Okay. Anscheinend kann man sich das Spiel holen. Auch schön. Stimmt, es gab ein FairyTale-Spiel. Das ist auch nicht so an mir vorbeigegangen. Aber ich schaffe ja nicht mal meine Anime-Games, die ich jetzt habe. Box 10. Und so sieht denn die Riege der Boxen aus. Auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, falls ihr die Serie gesehen habt. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abonnement, falls ihr mehr sehen möchtet. Vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.